Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Activision. Oben links könnt ihr schon erkennen. Es ist Skylanders Spirit Adventure für den Computer in diesem Fall. Wir werden uns eine Geschichte schreiben mit unseren kleinen Figürchen. Ich spiele das Ganze mit dem Xbox 360 Controller für den Computer. Ich habe auch schon noch schon öfters mal gespielt. Wie man sehen kann, habe ich schon einen kleinen Speicherstand gehabt. Ich besitze mittlerweile auch mehr als 23 Skyliner. Wir werden sie alle sehen. Angetestet hier. Wir werden ein neues Spiel starten. Und dann legen wir jetzt gleich mal los. Sei gegrüßt, junger Portalmeister. Hallo. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Ion. Ich führe dich durch diese Welt. Aber wo bist du, fragst du vielleicht. Dies sind die Skylands. Eine antike Welt der Wunder und Mysterien. Über Generationen hinweg haben die Portalmeister und ihre Skylander hier den Frieden und das Gleichgewicht bewahrt, damit alle Wesen leben können. Alles, was du hier siehst, wird von Magie durchströmt. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Tier. Aber jetzt ist unsere Welt in großer Gefahr. Die Finsternis breitet sich aus. Die Skylands brauchen deine Hilfe. Ein großes Abenteuer wartet, junger Portalmeister. Ich habe meinen treuen Gehilfen Hugo zu dir geschickt. Wir hören uns. Schon bald. Wow, sieh mal, wie viele Ballons abheben. Das erleichtert die Parkplatzsuche. Die heben nicht nur ab, sondern sie fliehen. Da liegt was ganz furchtbar im Argen. Ach so, das erklärt auch die fliegenden Felsen. Bist du sicher, dass das ein guter Plan ist? Geh schon, Flynn, such dir einen erhöhten Platz. Wir treffen uns an der anderen Stadtgrenze. Claro! Viel Glück, Hugo. Meister Ion hat gesagt, es würde Hilfe kommen. Ich soll genau hier warten. Erst explodiert der Kern, dann fange ich an, Stimmen zu hören. Und jetzt stehe ich mitten in einem Dorf, das von wer weiß was in Stücke gerissen wird. Ich bin eindeutig verrückt. Es ist soweit, Portalmeister. So, es ist soweit. Wir haben drei Figuren am Anfang zur Auswahl. Das sind die, die auch im Starterpack Skylanders Spyro's Adventure wären. Das war einmal Trigger Happy, Spyro, so ein Fisch, wo ich gerade gar nicht weiß, wie der heißt. Deswegen würde ich sagen, die meisten fangen mal mit Spyro an. Ich fange einfach mal mit dem Fisch an, wo ich auch gar nicht mehr weiß, wie er heißt. Wow, Gilgrunt, du bist zurück! Meister Ion hatte recht. Er hat also wirklich einen neuen Portalmeister gefunden, der uns hilft. Ich habe natürlich nie daran gezweifelt. Ich weiß, dass du zuschaust, du großer Portalmeister. Ich bin Hugo und wir haben viel zu tun. Das Dorf braucht uns. Hallo, Hugo. So. Ich habe meine kleine Skylander vorher zurückgesetzt. Also alle auf Level 1. Sie können noch nicht spielen. Er kann mit seinem kleinen Schuss her. Was ist das mal? Ohne Schuss. Kleinen Wasserschwein. Aber noch alle gehen. Und macht er keinen Schaden mehr.
Ich grüße dich, junger Portalmeister. Ich, Ion, werde dir helfen. Benutze deinen Skylander, um durch Hindernisse und Trümmer zu brechen. Wir haben gehört, die Skylander wären alle fort. Aber es ist so toll, dich zu sehen. Die Hauptstraße wurde zerstört und die Leute stecken alle drinnen fest. Das ist sehr gefährlich. Es könnte helfen, wenn du diese Mauer einreißt. Vielleicht klappt es ja mit der alten Kanone da. Hier steht, das ist super. Benutze Aktion, um die Kanone abzufeuern. Danke, danke, dass du uns die Skylander sind zurück. So ein Glück. Also es gibt immer Ziele. Kapitel 1. Rette die Dorfbewohner. Geschafft. Keine Leben verloren. Okay, das weiß ich nicht, ob wir das schaffen werden. Gegnerziel. Alle Gebiete gefunden. Geschafft in Unter. Und da Sammlungen. Seelenstein, legendäre Schätze, Hüte, Schatzkisten und Schriftrollen. Ein Freisehen kommt. Wir schießen nochmal. Es ist wirklich schön, dass die Skylander zurück sind. Das ist wirklich schön. Hey, du bist doch ein Skylander, oder? Ich wusste gar nicht, dass ihr hier seid. Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Kannst du den Schlüssel holen und uns rauslassen? Ja, das schaffe ich gerade noch so. Danke, mächtiger Held. Geld dafür, wenn man die einsammelt, die Schätze. Nehme ich noch einen zweiten Skylander, und zwar einfach mal Spyro kurz. Da ich alleine spiele, leg dich nicht mit dem Drachen an. Das zweite die Tastatur. Lasse ich jetzt auch nur so lange da, bis ich den legendären Schatz eingesammelt habe, damit beide das Geld kriegen. Mein Sparschwein, beide haben 50 Gold bekommen. Jetzt kann ich Spyro wieder wegnehmen. Escape und bin wieder alleine da. Dein Skylander kann das Tor nur mit einem Schlüssel öffnen. Das hätte er uns doch eigentlich schon mal früher sehen können. Was bin ich froh, dass die Skylander hier sind. Hoffentlich gibt es mehr von euch. Wir haben ein gewaltiges Problem. Oh, wie niedlich. Die Brücke ist nicht passierbar. Und es sind noch Leute auf der anderen Seite der Schildkrötenschlucht. Oh je, ich hoffe, es geht ihnen gut. Blaubass da drüben kann die Schildkröte nicht bewegen. Hilfst du ihm bitte? Er ist zu schwach. Beim Pythagoras, du bist ein Skylander, oder? Gut, dass du hier bist. Mein Gehirn ist ziemlich groß, aber meine Muskeln sind schwach. Ich brauche einen starken Helden wie dich, der mir hilft, diese Schildkröte zu bewegen. Ja. Schiebe die Schildkröte, um einen Weg nach vorn frei zu machen. Lauf! Hurra! Hallo, du da unten! Hallo, du da unten. Ich bin Flynn. Hugo hat gesagt, dass ich auf dich warten soll.
Du kommst gerade rechtzeitig. Ich weiß, was diese Insel zertrümmert. Komm mal her, dann zeige ich's dir. Ja, ich komm gleich mal her. Benutze die Sprungkissen, die federn richtig gut. Hier unten müssen wir tauschen. Du brauchst einen Magie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Dann wollen wir da nochmal Spiral holen. Skylands. Du brauchst einen Magie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Leg dich nicht mit dem Drachen an. Aber halt das Spiral gleich ein bisschen. Leider in dem ersten zweiten Teil noch nicht springen. Form und Größe der Portale sind unterschiedlich, aber durch die Kontrolle eines Portalmeisters können diese mystischen Geräte zwei Punkte in Raum, Dimension und, wenn wir den alten Legenden glauben dürfen, auch Zeit verbinden. Portalmeister können dann Skylander und Magie auf die andere Seite schicken. Das ist doch praktisch. Siehst du den Wirbelsturm? Ganz schön heftig, aber ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt... Wow! Das war knapp. Ist schon okay. Geh einfach weiter. Ich drehe eine Runde und wir sehen uns dann später wieder hier. Ja, okay. Ah, hier brauchen wir wieder unseren Fisch. Wasserkreaturen. Leuchte den Fisch! Du bist es. So ein Glück. Ich würde diesem Wirbelsturm gerne entkommen. Nur die Monstertore sind im Weg. Monster stecken sich ein Gebiet ab, in dem sie diese Tore bauen. Und diese hier sind besonders fies. Hungrige kleine Chompies. Ah, ich bin auf der sicheren Seite. Danke. Es ist besser, als auf der Chompy-Seite zu sein. Da, wo du bist. Aber keine Sorge, das Tor öffnet sich, wenn alle Monster besiegt sind. Du musst also einfach nur alle Chompies da drin loswerden. Und alles ist gut. Viel Glück. Benutze deine Angriffe, um die Chompies zu besiegen. Thank you.
ganz schön rasch. Das hier sind Elementartore. Hinter solchen Toren liegen große Schätze. Aber sie können nur von einem Skylander desselben Elements geöffnet werden. Ja. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Das wäre Trigger Happy, der auch in der Stadt bürgen kann. Aber bevor wir dieses Tor öffnen, sage ich wie in meinen anderen Videos, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Noch eine kleine Anmerkung, es wird jetzt immer oben links die Möglichkeit auch geben, auf das Skylander-Portal zu klicken, ab der nächsten Folge, wenn es da ist, um zur nächsten Folge zu kommen. Wenn man oben rechts auf Netzzock klickt und zurück zum ersten Video, in dem Fall natürlich nicht, weil das das erste ist. Und dann, bis dann!